würde mal sagen, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodin zu einer entspannten Folge Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Da geht man am besten nicht ohne Leiter hin. Wer macht denn hier? Ein Villager hier oder was? Und hier ist das Loch, das Gefängnis, aus dem es wirklich keine Wiederkehr gibt. Die zähen Blöcke hier. So, Tür. Zack. Und dann kommt hier so. Nee, da sollte eigentlich nicht hin. Hier so dachte ich. Nee, das ist zu weit unten. Muss er wohl hier hin. Ist alles ein bisschen eng hier, aber ja. So ist es halt. Und dann, hier wird's auch dunkel. Zeit für eine Pause. Bis gleich. Zurück aufs der Aufnahmepause. Sprechen kann ich wieder mal nicht. So, dann haben wir das auch umzäunt und den blöden Baum entfernt. Ja, war ja grundsätzlich gut, aber da stand er schlecht. Zwei Samen. Haben wir schon das erste Weizen geerntet. So, und gleich die nächsten zwei angelegt. Ackerbau, wie es sein muss. Ja, hier kommt man natürlich raus. Nur hier durchs Dingens, durchs Tor. So, Sand können wir gebrauchen, das nehmen wir uns mit. Falls wir mal wieder ein bisschen Glas brauchen. Mini-Zombie. Hau ab, hau ab, hau ab, verpiss dich. Das tötet mich noch. Ja, verdammt, ja, der tötet mich. Hilfe. Ich habe nur noch zwei Herzen. Das war ja klar. Oh, Pferd. Pferdefleisch. Oh, das klang schlimm. Das hat gar kein Fleisch gegeben. Oh, oh. Ein Skelett. Töte es. Ja, Knochen. Das können wir gebrauchen. Oh nein. Seine Freunde kommen und riechen sich. Oha. Oh, Kacke. Ich habe mich nicht gut aufgehoben. Ah, stirb, 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 stirb. Oh, Kacke. Nein, scheiße. Hier ist es gar nicht gut. Ich habe keine Erde. Mist. Kann mich mit Kakteen hochbauen. Nein, kann ich nicht. Kacke. Wo bin ich denn hier gelandet? Ganz weit unten. Mist! In der Höhle. Was soll ich denn in der Höhle? Will ich irgendwo ein Villager-Dorf finden? Okay. Das sieht nach ganz zufällig auftretenden Melonen aus. Sieht ja gar nicht gewollt aus. Was für ein Zufall, Melonen. So, machen wir blub blub nach unten. Ja, der Wasserlift. So muss es sein. So, Diamantschwert habe ich mit dabei. Ich habe keine Spitzhacke. Oh Mann,
Stein habe ich Stein. Ich muss das Eisen mitnehmen. Nein, nicht die Diamantspitzhacke weg, nicht das Diamantschwert wegwerfen. Oben ist es ein bisschen blöd. So ein bisschen raus, dass er atmen kann. Ja, so sieht es auch für euch besser aus. Wo wir noch, wann wir oben sind. Ja, da waren wir auf ihrem Platz. Da war nur diese eine Stelle, wo das Wasser rauskam. Da war nicht hochgekommen. So. Hier, im kleinen Tümpel. Nein, nicht runter. Nein, nicht. Nein, nicht. Verdammt. So, hier raus. Mein Dirt-Tricks-Haus. Mein Bett. Nice, habe ich hier noch was in der Truhe? Ich habe tatsächlich was in der Truhe. Ach, naja, nicht viel. Birkenholz. Truhe. Okay, in der Truhe ist da, ist in der Truhe was drin. Wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Da ist nichts drin. Schade. Ja. Wenn wir schon mal hier sind. Zack. Ja. Ruhe und Frieden, Klaus, das Huhn. Dann wird dich nicht vergessen. Klaus, der Erste. Oh, und hier geht's runter. In die Höhle. Ja. Ich habe letztens das Best-of geschnitten. Best-of Minecraft Arnor Part 0 bis 30. Und da habe ich auch gesehen hier. Dieses Loch, das habe ich nie zugebaut. Vielleicht sollten wir es jetzt mal machen. Das habe ich einfach vergessen. Das sieht schon nach einer Pyramide aus. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo ans Ende der Welt und nach Hause kommen oder ob das hier eine Pyramide, ein Erkundungstor wird. Ach du Schande. Oh, hier sind wir da unten. Das kommt mir noch seltsam bekannt vor. Oh. Was ist denn da unten? Können wir uns da vorsichtig runtergraben? Eine Druckplatte. Ganz vorsichtig, also. Das fliegt ja erst in die Luft. Oh, Knochen. Das Gefängnis. Nice, nice, nice. Siegfrieds Haus und mein Haus. Sehr schön. Das Dorf hat mich wieder. Und da ist Klaus. Klaus das Huhn. Klaus der Zweite. Tachchen, ich bin wieder da. Hast du mich vermisst? Das Feld, das müssen wir uns auch mal angucken. Ich könnte es euch nicht vorstellen. Ich freue mich, wieder zurück zu sein. Jetzt wird einsortiert und dann sind wir wieder in Sicherheit im Dorf, wo wir hingehören. Irgendwo hatte ich noch den Ding jetzt. Oh, Creeper! Nein, nicht schon wieder. Scheiße. Creeper, verpiss dich von meinem Haus. Ja, hier, komm hierher. Ja, Loch im Berg gestampft. Ja, da habe ich dabei. Können wir zumachen. Es gibt nicht ganz so viel Schaden an, wie an dem Haus. Können wir nochmal durchgehen, oder? Ja. Sieht doch gut aus. Zack, zack. So, 5 Hälzen hier auf dem Endfeld. Ich weiß nicht, wie viel ich angepflanzt habe, aber ja. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, mach's schnell, sonst kommen die Monster. Hätte ich lieber einen Tag machen sollen. So, neu anpflanzen. Zack, 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 zack. Damit es gleich weiter wächst und die letzten 4. Boah, 11 Weizen aber. Damit können wir uns versorgen. So, ich gehe mal hier ins Wirtshaus. Kurz schlafen. Und dafür ist es da. Ach du Scheiße. Ein Creeper. Hier im Wirtshaus. Nein. Fuck. Fuck das Wirtshaus. Fuck das Wirtshaus. Da Kacke. Was macht denn hier ein Creeper im ausgeleuchteten Haus? Ach nein, ist schon wieder so ein Drecksviech. Och, was. Wo kommen denn diese Wichser alle her? Komm mal raus, komm mal. Nein, 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 nein. Scheiße. Ey. Junge.
Habe ich keinen Bock mehr drauf. Alter. Jetzt bin ich auch noch in dieses scheiß Loch gefallen, aus dem ich nicht mehr rauskomme. Nee, ey. Eine Kirche für das Dorf. So muss es sein. Aus dem Stein, was wir aus dem Orianaturm gerissen haben. Seht schon, da oben ist ein bisschen was vom Turm abgetragen worden. Da habe ich auch Screen ein bisschen was gemacht. Auf Screen. Und unten fehlt schon der halbe Turm. Ja. Hab jetzt hier, denke ich, genug Steine, um das Ding ein bisschen in die Höhe zu ziehen. Ein Priester, der eigentlich die Aufgabe hat, die Kinder irgendwie, als Priester, die hat man die Kinder zu beschützen und das, also die eine Vertrauensperson zu sein und irgendwie, ja, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Menschen irgendwie in der Gemeinde, in der Kirche, in der Pfarrei irgendwie da zu sein, für die Leute da zu sein und gerade in dieser Position ist das umso mehr eine Schande, dass man so sehr das Vertrauen der anderen missbraucht, also da kommen Leute zu dir und vertrauen sich dir an. Gerade Eltern bringen ihre Kinder zu Religionsstunden von Priestern. Die werden öfters mal von Priestern geleitet und dann wird das Vertrauen so missbraucht und so, ja, zerpflückt. Das ist also schon. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eine Sache, die ich verstehe es nicht. Das ist einfach, das ist gerade. Da müssen wir da noch ein bisschen Fenster reinmachen und das Ganze noch von innen ausgestalten. Aber ich würde mal sagen, so vom ersten Blick her sieht das doch gar nicht so scheiße aus. Könnte schlechter, könnte besser, aber so scheiße sieht es gar nicht aus. Fenster müssen wir auch noch reinmachen. Schöne bunte Fenster. Können wir dann im Kreativmodus ja alles machen. Und dann den Innenraum noch ein bisschen gestalten. Das Schaf läuft gleich rein. Es geht gleich beten. Das Ding ist noch gar nicht mal eingeweiht. Das Schäfchen will gleich beten gehen. Dann können wir die Truhe mal umstellen. Schaf, was machst du da? Schaf, du bist gerade auf einer geöffneten Truhe. Würden Sie gerne da runtergehen, Schaf? Mr. Schaf, sie stört mich bei meinen Arbeiten. Die ganze Zeit schon. Eben gerade waren sie drin. Gehen Sie bitte. Hauen Sie ab, da will ich weiterbauen, Herr Schaf. Gehen Sie. Gehen Sie. Weg da. Weg, weg. Dankeschön. So. Da lasse ich die Tür da erstmal stehen. Da noch ein bisschen Lila rein. Violett. So kann es sein. Hübsch. Im Dunkeln sieht das hübsch aus. Ja. Zack, ist ein Gelb-Weiß. So wollte ich es haben. So, dann hier hoch, hier hinaus. Kann man hier vielleicht auf dem einen Turm Ausschau halten. Cool. Na sowas, wo dieser Tunnel wohin führt, würde ich mal sagen, trauen wir uns mal ganz langsam
vorsichtig hier mal den Tunnel entlang. Oh, das Eisen an der Strecke aufgeräumt haben sie hier nicht. Das ist schlecht für die, gut für mich. Okay. Vorsichtig. Nicht in irgendwelche Fallen tappen, die eventuell rumliegen könnten. Ganz still. Ja. Ist da drüben was? Was ist hier los? Das ist gefährlich hier. Ich habe Angst. Wo sind wir? Was machen wir hier? Ganz still, ganz still. Keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Ganz langsam weiter. Oh. Verdammt, ey. Wo sind wir? Was mache ich hier? Wo bin ich? Was läuft hier? Was ist wo? Und wo bin ich? Und was zum Geier mache ich hier? Das sieht hier aber nicht gerade sehr freundlich aus. Wo zum Henker? Wie bin ich hier gelandet? Oh nein. Da bin ich doch glatt auf dieser Wiese ohnmächtig geworden. Ich war doch den Onguyanern auf der Schliche. Bin ich. Oh, Onguyana. Oh. Ha, ich werde angegriffen. Von wo? Oh Mann. Hilfe. Okay. Okay, der ist ein bisschen mächtiger. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Kommt mir nicht zu nahe. So ist es Tag. Raus hier. Weg. Nix wie weg. Es wurde was anderes gemacht. Also es findet eine Aktionswoche statt. Zu diesem Thema irgendwie. Aber, oha, was haben wir denn da? Ach du Schande. Habt ihr das gesehen? Natürlich habt ihr das gesehen. Da ist was direkt vor dem Boot aufgetaucht. Ach du Schande. Da muss ich auch mal sagen. Ja, erstens gibt man damit, dass man das jetzt absagt, der AfD wieder die Möglichkeit, in diese Rolle zu schlüpfen, die sie so gerne haben will. Das sage ich jetzt ganz, also das, ich sage es natürlich ein bisschen parteiisch, ist, ja, tut mir leid, aber das ist so ein bisschen, ich habe da eine Meinung. Ja, aber, na, auch ein bisschen ohne Meinung gesagt, ist es ja faktisch so, die AfD bringt sich gerne selbst in diese Rolle, in die Opferrolle des halt Ausgeschlossenen und nicht richtig akzeptierten und ernst genommenen Charakters, halt dieser, ja. Wir sind die Außenseiter, uns will niemand ernst nehmen, uns will niemand da haben und ja. Wir werden von den anderen Parteien nicht wahrgenommen und wollen nicht. Die wollen uns nicht. Ach, das kenne ich doch. Das ist doch das Hühnchen. Das Hühnchen, was mal, könnt ihr euch dran erinnern, in Part irgendwas mit 20 oder sowas, wo ich immer geflüchtet sind, wo wir nach Hause wollten, hat das Hühnchen das Boot gekapert. Wir sind zu Hause, oder? Zumindest war das der Weg, den wir schon mal gegangen sind. Oh, ist das ein Wüsten-Villager-Dorf? Ja, das ist es. Nice. Da muss man mein ganzes Zeug vergraben, was ich nicht brauche. Ist hier vielleicht schlafen, weil in der Wüste ist. Vielleicht nicht ganz so schön in der Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. So, da sehe ich schon die Villager.
Sehr gut. Ich beernte mal euer Feld. Ach, das sind nur die Samen hier. Das ist recht wenig. Ah, doch ein bisschen Getreide haben wir. Haben wir ja nicht genug davon. Müssen wir den Windschaum klauen. In der Wüste, die sich davon ernähren. Oh, rote Beete. Nice. Das können wir gebrauchen. Rote Beete Samen, auch nicht schlecht. Klaue ich mir. Villager. Womit handelst du? Ein Helm. Oh, habe ich doch schon. Der sieht doch aus wie Siegfried. Das sind doch Siegfrieds Kumpane. Siegfrieds Händlerkumpels. Nicht. Und weitere Felder. Karotten. Na dann, auf hier. Ab, hau mir ab, hau mir ab, hau mir ab. Böse, 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 ganz böse. Puh, haben wir ihn getötet? Oh Mann. Der Zombie. Der hat uns nicht fast gekillt. Wir sind noch wohl auf. Aber ja. Noch mehr weißer Teppich. Ja, dann machen wir das doch so. Dann war noch roten Teppich. Genug haben wir von dem roten Teppich da. So. Ja. Okay, tatsächlich geht das nicht so sortiert. Muss es wohl versetzt sein. Wo bin ich? Den Zwerg. Ja, alles klar. Na dann spielen wir das Tutorial. Da muss ich euch aber auch gleich so begrüßen, weil das nochmal so. So eine typische Begrüßung, ja, jetzt hier, das Tutorial. Hallo, mein Name ist Minecraft-Master 1995. Ich bin so alt, glaubt ihr mir das nicht? Nein? Na, so, heute ist mein erster Tag in Minecraft. Ich spiele heute Minecraft zum ersten Mal. Hallo, ja, wie mache ich das denn jetzt? Ich stehe hier auf Boden. Eine Textbox. Ja, wie was? Verwende den Ofen, um etwas Glas herzustellen. Ja, ich bin ja schon dabei. Ich suche gerade ein bisschen Sand. Hier ist Sand mit einem Apfel abgebaut. Ja, ich hole mir schon Sand. Ja, nerv nicht, Tutorial. Ich bin dabei. Ich mach, was du mir befiehlst. So, ist das genug Sand? Ja, dürfte reichen erstmal. So, nicht zu viel machen, das ist nur ein Tutorial. Wir wollen hier noch gerne Paläste bauen. So. Sand brennen. In den Palast. Hallöchen. Das sieht doch alles gut aus hier. Wo laufen wir denn hier hin? Oh, ein Feuerwerk. Nice. Okay, kriegen wir einen Preis überreicht? Das, was wir geschafft haben, oder was?
Auf der Spitze der Pyramide steht ein Leuchtfeuer. Ja, jedenfalls wollte ich, ja, ich zögere es schon ein bisschen heraus, weil es ist ein unangenehmes Thema und ich rede ungern darüber. Da wollte ich an dieser Stelle auch mal meine eigene Geschichte erzählen, weil, ja, man mag es glauben oder nicht, mir ging es tatsächlich einmal ähnlich. Jetzt müssen wir hier mit dem Echtholz weitermachen. Was soll's? Können wir später mal verbessern. Ja, so viel dazu. Und ja. Was ich damit nur sagen will, glaubt an euch, Leute. Glaubt mal, dass ihr das hinkriegt. Egal, was die anderen sagen, immer als Botschaft, egal, was Klassenkameraden oder andere Menschen behaupten und euch einreden, ihr würdet das nicht hinkriegen, ihr seid schlecht und ihr seid schwach und ihr würdet sonst etwas nicht hinkriegen. Hört nicht auf die anderen, das ist, was wissen denn die anderen von euch? Der wohl am besten Bescheid weiß, ganz ehrlich mal, der am besten über euch Bescheid weiß, das seid ihr und nur ihr. Der Deal zu Copyright steht, wenn das Parlament final zustimmt, bekommen wir Uploadfilter. Artikel 13, Hashtag Artikel 13, Save Your Internet. Ja, mein großer Aufruf, weiterkämpfen, nicht aufgeben. Ja, ich weiß, das Thema geht mir auch selbst schon bis sonst wohin. Ich kann den Artikel 13 nicht mehr hören. Uploadfilter, Artikel 13. Save your Internet, save your Internet. Ja. Und dann, ja. Wenn ich es richtig gesehen habe, muss ich mal kurz gucken in meinen Kalender, das habe ich mir nämlich schon eingetragen. Am 23. März ist in ganz Europa, in allen großen Städten, sind da die Demonstrationen zu Artikel 13, gegen Artikel 13. Wo ich hier wieder Mist drumherum labere. Verlinke ich es euch lieber nochmal. Bevor ich scheiße drumherum laber, zeige ich euch jetzt einen kleinen Ausschnitt aus. Mor? Schaut mal in die Videobeschreibung rein. Da ist viel, viel Gutes verlinkt. Informiert euch, lest euch die Sachen durch und kämpft. Ich werde kämpfen gegen Artikel 13. Da geht's in the cave. Ja. Okay, hier habe ich schon ein bisschen angefangen zu bauen. Hier soll mal so ein bisschen unterirdisches Stadtsystem stattfinden. Dann werde ich mich dann irgendwann mal hier durchbauen. Da werde ich eine Verbindung schaffen zwischen meinem Keller und der Taverne und dem Rathaus, falls es mal eins geben sollte. Irgendwann ein Rathaus und die Kirche und so weiter. Aber jetzt gehen wir erstmal hier runter, ganz weit hinunter. Bis zum Grundgestein geht diese Höhle. Habe ich euch ja noch nie gezeigt. Ja, wird mal Zeit, dass wir hier mal in den Part runtergehen. Das habe ich offscreen auch ein bisschen gebastelt. Nice. Eine Eisenmine. Eine Eisenader, meine ich natürlich. Eine Mine ist es nicht. Ist, warum ist der Sound so leise? Muss gerade mal gucken. Ja, in Höhlen bin ich schon öfters verreckt. Ich wollte mir eigentlich Fackeln mitnehmen. Aber gut. Hier haben wir Lava. Zum Glück habe ich ein paar Eimer mit. Zwei Spitzhacken aus Eisen habe ich mit dabei. Solange der Vorrat reicht, können wir hier basteln und bauen. Ja gut. Ja,
da muss ich gleich zu Anfang des Parts mal zugeben, ich habe hier ein bisschen gebaut auf Screen. Ja, es ist immer so verlockend. Es verleitet mich immer dazu, ein bisschen zu basteln. Und dann habe ich hier ein bisschen den einen Gang schon fertig gemacht. Und zwar genau den hier. Ja, willkommen zu einem neuen Part von Minecraft Arno. Oh, cool. Hier kommt man an. Da sind wir im Gang. Perfekt. Habe ich ja genau gezielt. Sogar am Ende. Nice. Das ist ja perfekt. Ist immer ein bisschen schwer, würde ich sagen, da zurechtzukommen. Weil, ja, man hat ja keine Karte. Doch hat man irgendwie schon, aber da muss man gucken, wo man hingräbt und ein bisschen denken. Ich werde jetzt hier nicht zum Wutbürger oder zum Protestwähler. Nein. Keine Angst. So weit ist es mit mir noch nicht. Aber ja, jetzt ist vielleicht auch ein bisschen verständlich. Nach dem, was die CDU vor allem so, die SPD ist auch irgendwie mit dabei. Ist nicht ganz so schlimm dran. Schlimm mit dabei wie die CDU. Aber sehr viel Positives hat die CDU, die SPD in diesem Thema auch nicht gemacht. Wir brauchen mal eine Spitzhacke. Können wir gleich durch den Gang gehen. Was sollen wir machen? Das heißt, du musst dort räumlich gesehen, wenn man ein bisschen räumlich denkt, müssen wir eigentlich uns hier durchgraben. Wir müssen dann hier irgendwo mal auf die... Wir müssen auf der anderen Seite von der Cave rauskommen. Oder? Ja. Wenn ich richtig denke, dann müsste das so sein. Also nicht. Ja, muss halt nicht immer klappen. Gut, dass wir Leitern mit haben. Da kann hier auf jeden Fall der Wachturm entstehen. Hier haben wir schon so eine kleine Versenkung. Ich würde mal sagen, setzen wir hier den ersten Stein. Den Grundstein. Juhu. Und dann wird gebaut. So. Ja, so ungefähr. Und am Stück aufnehmen kann ich auch nicht mehrere Parts. Das schaffe ich heute nicht. Dann muss ich es vielleicht fürs nächste Part aufnehmen. Aufheben. Das Videomaterial. So, das muss ich auch aufheben. Hier erstmal zu Ende. So. Hier was Rundes draus machen. Was Rundes aus dem Turm machen. Ja, rund wird er nicht. Wird schon eckig. Vielleicht kann man zwischendurch mal ein bisschen was Rundes machen. Vielleicht so ein bisschen versetzt. Vielleicht so einen versetzten Turm, der die nächste Etage dann so ein bisschen... Das wäre doch mal cool. Wenn die erste Etage so steht, also so in dem Eck und das nächste dann immer um 45 Grad oder sowas versetzt ist und dann wie so ein gedrehter Turm, wie so ein bisschen, so wie ein Zauberwürfel, so ein bisschen. Dass da einfach mit jemandem mal über das Thema reden zu können, war so, so schön. Also, ich habe in meiner Verwandtschaft, muss ich dazu sagen, in meiner Verwandtschaft und Bekanntschaft leider niemandem, mit dem man wirklich fachlich gut darüber reden kann, weil meine Bekanntschaft, mein Umkreis, ja, wirklich eher dagegen, also eher dafür ist, oder, ja, ich will nicht sagen dafür, aber sich zumindest nicht dafür interessiert. Also, entweder die sind dafür, also für Artikel 13, Befürworter von Artikel 13, oder die juckt das einfach nicht. Die meisten juckt das einfach nicht. Die haben einfach kein politisches Interesse, die haben halt kein
naja, kein politisches Interesse will ich jetzt auch nicht so sagen. Muss schon sagen, ja, so ist es nicht, aber die juckt der Artikel 13 halt einfach nicht und informieren sich deshalb auch nicht und ja, wollen sich auch nicht informieren und da, ja, ist halt einfach kein, ist halt keine Möglichkeit, verstehst du, mein lieber Zuschauer, was ich dir sagen will? wahrscheinlich nicht, aber ich gebe mir die beste Mühe, es richtig zu äußern. Und ihr müsst halt eure beste Mühe geben, zuzuhören und zu verstehen. Asparis Verdacht ist ein CDU-Politiker. Nun wird offensichtlich versucht, auch mit gekauften Demonstranten die Verabschiedung des Urheberrechts zu verhindern. Bis zu 450 Euro werden von einer sogenannten NGO für die Demo-Teilnahme geboten. Das Geld scheint zumindest teilweise von großen amerikanischen Internetkonzernen zu stammen. Wenn amerikanische Konzerne mit massivem Einsatz von Desinformation und gekauften Demonstranten versuchen, Gesetze zu verhindern, ist unsere Demokratie bedroht. So einmal wortwörtlich zitiert. Anstatt mal endlich mal den Demonstranten auch mal irgendwie, vielleicht könnte man ja mal denken, vielleicht irgendwie Respekt entgegenzubringen, mal zu sagen, ja, cool, ihr setzt euch für das ein, was ihr wollt, also ihr setzt euch für eure Ziele ein, ihr engagiert euch politisch. Wird da einfach mit Falschbehauptungen und Beschimpfungen und mit so einem Scheiß angekommen. Ich bin dort die ganze Zeit, den ganzen Samstag mitgelaufen dort. Ich bin verdammt nochmal am Samstag aufgestanden und bin am Samstag auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren. Ich lief dort mit einem Demoschild aus solidem Holz in der linken Hand und in der rechten Hand meine Kamera und habe das Ganze mitgefilmt. Es gibt sogar einen Videobeweis, dass ich dort war. Ja. Dass ich dort durch keinen Bot vertreten wurde, sondern dass ich da selbst dort war und selbst dafür eingetreten bin. Ja, in dem Sinne, du kannst mich mal kreuzweise CDU. Wir sehen uns bei den Europawahlen und ja, nie mehr CDU. Einen wundervollen Ausblick auf den Turm, ja, und auch auf den Rest des Dorfes. Ja, so sieht das Ganze von oben aus. Sieht noch ein bisschen kreisförmig aus, aber ja, mal schauen, wie das dann aussieht, wenn das noch weiter in die Höhe wächst. Vielleicht kriegen wir das bis über die Wolken, versuchen, mich hochzubauen. Und bloß nicht fallen. Einfach mal experimentell, wie hoch geht's hier? Ja, bis über die Wolken auf jeden Fall. Ich glaube, das geht auch ziemlich weit hoch. Jo. Jetzt sind wir hier schon über den Wolken. Gibt es da überhaupt ein Limit? Ja. Hier sehen wir mal den. Ja, das Limit ist gerade, dass der Buchstein alle ist. Aber ja. Jetzt bloß nicht runterfallen. Wir sind hier schon in luftigen Höhen. Ja, auf jeden Fall können wir den Turm noch ein bisschen höher bauen. Haben wir auf jeden Fall Platz für den Turm. Das dürfte kein Problem sein. Das kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon gebacken. Dann brauchen wir nur genügend Bruchstein. Auwei. Wie komme ich da jetzt am dümmsten runter? Machen wir Jump'n'Run raus. Irgendwie schon. Ach, der Nico ist wieder online. Ja, moin.
Treppen bauen mit Gefahren. Ich habe keinen Stein mehr. Hilfe. Ich hoffe, es ist hoch, ist niedrig genug, um runterspringen zu können. Autsch. Ja, es war niedrig genug. Ja, okay, schauen wir mal, was wir da hinkriegen.